Leute, herzlich willkommen zur ersten Koop-Folge von Ghost Recon Breakpoint. Wir haben es jetzt geschafft, dass wir den Spielstand haben, dass wir zusammenspielen können. Man kann nicht direkt von Beginn an spielen, also wundert euch nicht, falls ihr das Spiel habt und spielen möchtet. Einfach kurz die ersten paar Missionen spielen und dann könnt ihr automatisch, dann poppt auch eine Meldung auf, dass ihr Multiplayer starten könnt. Als ob man das jetzt hochkriechen kann. Ist ja nicht so. Lol. Achso, nee. Nee, kriecht er da so. Okay. Aber ja, ist gut. Eine coole Animation. Genau, die Folgen werden im Schnitt immer so eine Stunde lang sein. Habe ich eine Waffe? Kann ich sehen, welche Waffe ich habe? Ah, okay. MK17, perfekt. Genau, werden im Schnitt so eine Stunde lang sein ungefähr. Und wir karten die dann so ein bisschen grob runter auf, ja, 15, 20 Minuten vielleicht. So, das passt für euch. So, wenn nicht, ist halt euer Pech. Daniel ist übrigens auch mit dabei. Mit Daniel ist Daniel, genau. Was? Keine Ahnung. Oh, Einsatzstelle abgeschlossen. Ja, Einsatzstelle, Einsatz abgeschlossen. Ach genau, was ich noch gelesen hatte, es gibt bei der Verbindung ab und zu Probleme, dann laggt das Spiel. Das liegt nicht am Spiel selbst, sondern an der Verbindung zum Host, beziehungsweise zum Client, also zu denen, die mitspielen. Müsst ihr ein bisschen drauf achten. Also es ist dann nicht immer so. Warte, verwenden Sie natürliche Ressourcen, um viele verschiedene Objekte herzustellen. Man kann craften, sind wir in Minecraft. Wie cool. Hast du auch hier aufgesammelt? Oh, das ist ein Fragezeichen. Das sieht doch schon so krass aus mit so einer Stone-Dings. Wie bei Stonehenge. Was ist da? Weil hier ist nix. Das ist ein geheimer Ort. Oder müssen wir was machen? Vielleicht eine Höhle? Das sieht unten aus wie eine Höhle. Oh oh. Ah, eine Höhle. Lol, Tatsache. Was macht Wie komme ich hier lang? Ich komme hier nicht lang. Ich steck fest. Hüpfen. Ich steck fest. Hilfe. How in the name of... Ich sterb gerade. Ich, hallo. Ich will... Ja, geh doch einfach okay, da vorne lang. Ich weiß noch nicht, ob man genug da drin sieht. Ja doch, stimmt. Das ist halt diese Auto-Aufhellungs-Dings. Lass lieber leise sein. Das scheint eine Base zu sein von irgendjemandem. Oh, stell mal vor, du wohnst hier in so einem Ding. Untersuchen. Oh, Waffenersatzziel, MP7. Waffeneinsatzziel. Oh, lesen sollte man können. Digga, was machst du da? Wie lange dauert das? Ach so, und darum kann man das auch abbrechen, weil das nämlich so übel lange dauert. Nicht so wie bei Wildlands, wo er so scannt, sagt, fertig. Guck mal, ich hänge immer noch da dran. Ach, das ist so ein Infoding. Ach, ich muss. Lol. Mach das mal. Oder hast du schon? Ich kann es nicht mehr machen. Ich kann es nicht mehr machen. Okay, ich starte die ganze Zeit davor. Ich musste einfach Enter drücken. Man kann eine Auswahl machen. Unterschlupf entdeckt. Oh, cool. Gleich können wir Heli fliegen. Oh, nee, bitte nicht. Ja, einen Ghost erreichen haben wir gemacht. Oh, hier rennt was. Guck mal. Ein Schnabeltier. Wo? Totes Schnabeltier. Das ist ein Gürteltier. Oh, ich hab tierisches Protein. Ja. Boah, wer weiß, was man machen kann. Hm. Ja, sagen. Was hier? Passieren. Zeig mal, was ist hier? Adler am Boot. Ach, man kann da rein. Cool. Ja, da stehen Leute, als ob die jetzt sich. Ah, okay, ist Film. Ich mag auch sehen. Stehen bleiben! Wer sind Sie? Oh. Ich wurde eingeladen. Wer sind Sie? Es werden immer mehr. Sie können gerne umdrehen und den Berg wieder runter. Die Lage ist angespannt. Wissen Sie? Seien Sie vorsichtig mit der Waffe. Wir dulden keine Schießereien in Erewhon. Was ist Erewhon? Die Höhle. So nennen wir sie. Kommen Sie. Bist du schon durch? Ja, ja. Okay, ja, bei mir hat es ein bisschen geladen. Ich bin gespannt. Dürfen wir rennen? Ja, okay. Ah, ja, aber wir dürfen nicht schießen. Lol. Oh, wie schön. Bei solchen... Oh, stell mal vor, du wohnst hier, Alter. Ich wollte jetzt gerade sagen, mal sowas stelle ich mir immer vor, wie geil das sein muss, wenn man zusammen hier, wenn man hier zusammen wohnt, wenn man hier wohnt. Ja, von mir aus auch zusammen, aber wenn man hier wohnt, wenn das wirklich echt so wäre, wäre das voll geil. Hallo, ich möchte bitte reden.
Ist bei euch alles okay? Nur wir zwei sind vom Trupp übrig. Kein Funk, keine Drohnen. Und wir haben genau 2 Gewehre und 8 Magazine. Die Einheimischen haben Wasser. Und ein paar Vorräte. Die Höhle ist echt unglaublich. Wahnsinn. Atemberaubend. Ja. Sie sind alle relativ freundlich, aber sie halten uns an der kurzen Leine. Was hat unsere Vögel abgeschossen? Keine Ahnung. Aber da draußen gibt's auf jeden Fall Feinde. Ich hatte einen Zusammenstoß mit Soldaten, die sich Wolves nennen. Mit wem haben wir es da zu tun? Erstmal habt ihr es mit mir zu tun. Haben Sie hier das Sagen? Wer will das wissen? Mein Rufzeichen ist Nomad. Ich bin verantwortlich für die Operation. Mit Operation meinen Sie wohl das riesengroße Desaster hier? Hey, alter Mann. Immer schön freundlich. Ich will nur rausfinden, warum uns ein Haufen Infanteristen in den Schoß gefallen ist. Jemand hat vor der Küste ein Frachtschiff der Marine versenkt. Danach ging der ganze Aurora-Archipel vom Netz. Wir wurden geschickt, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ehe wir uns versahen, schoss irgendwas unsere Helis ab. Fast die Hälfte meiner Soldaten ist tot. Wir nehmen an, dass es eine Art Militärputsch gab. Sentinel, diese Militärfirma, hat den Ausnahmezustand verhängt und setzt ihn mit der alten Stiefel im Nackentechnik durch. Skelltech stellt noch denselben Hightech-Kram her wie immer. Nur sind es jetzt vielleicht mehr Waffen. Nicht gerade das liberale Utopia, das J-Skell verspricht. Wo finde ich J-Skell? Ah, den Kopf von Skelltech persönlich. Hm? Wir haben ihn nicht gesehen. Aber seine Drohnen behalten die Inseln im Auge. Sie denken, dass er damit zu tun hat? Wir wissen nur nicht, wieso. Okay. Das herauszufinden kommt auf meine To-Do-Liste. Kann ich zu den Verwundeten? Ja. Einer Ihrer Leute braucht Ruhe, aber kann den Mund nicht halten. Beruhigen Sie ihn, ja? Kommen Sie danach zu mir. Ich werde Sie rumführen. Okay, krass. Bist du durch? Jo. Nice. Sekunde. So. Also, nochmal kurz zum Verständnis. Diese Firma, das sind keine Bösen. Ich habe absolut keine Ahnung. Nein, ich habe Coop gemacht. Was ist das? Was habe ich gemacht? Nein. Das Multiplayer nein. Gestartet. Oh. Oh, hoch. Nein, will ich nicht. Hoch. Nein, okay. Tschüss. Direkt Adler da, wo wir sind. Das, der da? Nein, das Gelbe. Nein, jetzt habe ich was markiert. Den markieren. Okay. Jetzt habe ich gar keinen Einsatz mehr. Na gut, wo bist denn du? Ich rede mal mit dem Fraktions. Da vorne. Ja, warum redest du schon? Warte auf mich. Nee, wir müssen da hinten. Da hinten. Wir müssen mit dem letzten Überlebenden reden. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das ist gerade echt Mist. Ich sehe hier nur Spielernamen. So, dass dieses Kind die ganze Zeit so. Wer bist du? Reden. Hast du das auch hier bei Reden? Oder waren wir da gerade? Soll man nicht Adler am Boden. Kurz. Leute, keine Ahnung, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Ihr seht schon wieder, ich habe jetzt auch hier wieder 3 Missionen drin. Irgendwie ist das entweder ein reiner Multiplayer, aber auch selbst hier bei Multiplayer-Sachen. Trupp ist auf privat. Trotzdem sind hier voll viele Leute irgendwie mit drin. Ich weiß nicht, wie ich die Mission ausstellen kann. Wenn ihr das wisst, gerne her mit der Information. Ich löse jetzt erstmal alle Missionen. Okay, komm raus aus dem Heli. Schnell. Ich versuche gerade das rauszufinden, wo ich bin. Warum? Oh, wo sind wir denn? Ui, das sah gerade richtig ja, krass, heftig ne? aus. Das musste alles nachgeladen werden. Sind wir bei A? Jo. Aber pass auf, hier sind Gegners. Warum? Was machen die hier? Dürfen die das? Weiß ich nicht. Bestimmt. Okay. Hört er den? Oh, oh, Panzer. Mit X setzen sie ihre Drohne ein. Nee. Doch. Ach, wir haben schon eine. Lol, jo. Warum denn mit XY war ja viel cooler?
Was macht der Panzer? Weiß es nicht. Können wir was dran feuern? Explodiert er dann? Tarnung in Bauchlage. LOL, ist nicht so! Was denn? Leg dich in den Schnee. Und dann drück Leertaste. LOL. Nie im Leben schaffen wir das. Glaube ich auch nicht. Muss los. Ja, moin, Alter. Böse. Aua. Aua. Oder wir müssen dran vorbei. Das war dumm, ich bin down. Ich dachte, ich könnte daran vorbeirennen. Jetzt gehe ich so hin, und wenn der weggefahren ist, renne ich einfach durch. Komm. Bitte. Er patrouilliert hier hin und her. Ich glaube, ich hab's. Echt? Ja, bin durch. Als ob. Ja, ich bin in der Base. Aber er findet dich. Nö. Doch. Nö. Ein Fertigkeitspunkt. Granaten. Splittergranaten MK1 voll. Überqueren. Wo ist denn das Vieh? Nein, nicht klettern. Oh, es hat mich fast entdeckt, die Drohne. Pass auf, ne? Naja. Ich sehe zum Glück auf der Karte, wo das Ding ist. Das war knapp. Was ist hier drin? Irgendwas Cooles. Ja, Mann! Eine Petscheng. Ich hab einen Raketenwerfer. Nee. Ja. Ich leg mich mal kurz hin. Leg dich hin. Da ist eine Drohne. Wie suche ich nochmal Waffen? Auf J, ne? Nee, auf... Gott, was ist das denn? Auf I? Aber warum bin ich im Inventar? Also muss man immer über Escape dahin. Okay. Kann ich das ändern? Geh weg. Kann ich das ändern auf Leertaste? Schieß ihn sofort ab? Oder? Nein. Ich komm. Als ob. Wo ist das Ding? Da. Weiß ich nicht. Oh mein Gott, ist das episch. Ist das Ding kaputt? Probier mal. Nee, ist noch nicht kaputt. Aber es sieht mich nicht. Ich bin jetzt auch da. Oh, ich hab daneben geschossen mit dem letzten Schuss vom Granatwerfer. Spritzen voll. Shitty Mac Shit, Alter. Oh je. Ich glaube, wir haben das Spiel ein bisschen zu viel gefordert. Ja, glaube ich auch. War der in der Kiste, der Granatenwerfer? Ja. Oh je. Nein, er trifft mich ja trotzdem. Geh weg, geh zurück, geh zurück, du stehst genau an der Kante, du Stück Scheiße. Ich? Ja! Wie? Nein! Ah! Tschüss, Daniel. War schön mit dir. Wie löst sich denn aus? Auf 4. Und dann hast du unten links switcht das Ding durch. G? Benutzen. Auf 4 und dann auf G. Du hast den nicht, ne? Hä? Doch? Nein. Auf 4 bist du unten Doch. Links. Hab ich. Ah, okay. Ah, fuck! Ich heile dich, kein Ding, Brudi. Oh, aua. Wollen wir jetzt nicht einfach... Ich renne einfach weg, scheiß drauf. Hau rein, Daniel. Tschüss. Leb ja, wohl. Ciao. Wie wechsle ich mal im Inventar? Es ist so kompliziert. Escape, da. Ich hätte gern wieder die... MK17. Wo runter? Ja, hier runter. Bist du tot? Nein. Wie rutschst du denn? Oh, doch, man fällt ziemlich schnell tatsächlich. Weil du keine Ausdauer hast. Ich hab genug Ausdauer. Oh, stopp. Was sieht mich denn jetzt schon wieder? Uns hat ein Heli. Achso, ja, ein Heli. Lol. Cool. Ja, ob wir vom Heli entdeckt werden oder nicht, seht ihr in der nächsten Folge. Die kommt bei Daniel. Jetzt hat er uns gesehen. Das war dumm von dir. Das heißt, ich hab schon einen kleinen Spoiler für die nächste Folge. Werden wir den Heli übernehmen oder nicht?
Abonniert gerne beide Kanäle, um keine zukünftigen Folgen mehr zu verpassen. Gebt auch gerne einen Daumen nach oben, wenn euch diese etwas chaotische Starterfolge gefallen hat. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Die morgige Folge kommt, wie gesagt, bei Daniel auf dem Kanal. Link ist in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.